Von der portugiesischen Fluggesellschaft HiFly haben sicherlich die meisten von euch schon mal etwas gehört. Spätestens dann, als diese Fluggesellschaft den ersten Secondhand A380, den ersten gebrauchten A380 eingeflottet hat, spätestens da hat man überall mal von dieser Airline gelesen. Und da ist jetzt sogar noch ein weiteres, wirklich komplett neues Flugzeug hinzugekommen. Und da wird auch in der Zukunft noch einiges an neuem Fluggerät hinzukommen. Und damit übernimmt die portugiesische Fluggesellschaft in dem Business der Ad-Hoc-Charter und der auf Leasing spezialisierten Fluggesellschaften eine ziemlich interessante Rolle. Und dazu gibt es jetzt mal einen kurzen Einblick. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr merkt schon, es ist wieder mal nicht zu Hause, sondern es ist mal wieder ein Hotel. Ich bin wieder ein bisschen unterwegs und deswegen gab es die letzten zwei Tage auch nichts Neues von mir. Heute habe ich allerdings wieder ein bisschen Zeit und ich denke mal, wenn nichts dazwischen kommt, dann wird es heute auch gegen 20 Uhr einen Livestream hier auf dem Kanal geben. Endlich mal wieder. Ich freue mich, wenn ein paar von euch mit dabei sind. Ich freue mich auf eure Fragen, eure Kommentare. Können wir ein bisschen über die letzten Tage, über das sprechen, was so passiert ist und über die letzten Videos. Freue ich mich sehr drauf. In dem Sinne vielleicht bis heute Abend. Aber jetzt erstmal ein bisschen was zu HiFly und zu dem, was diese Fluggesellschaft eigentlich macht. Im Sommer 2018, im letzten Jahr, war das ja ein Riesenthema und auch in diesem Jahr ist die Nummer noch nicht wirklich durch, obwohl ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass das mittlerweile glücklicherweise alles wieder so ein bisschen geordneter abläuft und vor allem auch qualitativ endlich wieder etwas hochwertiger ist. Es geht einfach um die Situation, dass ihr bei einer Fluggesellschaft eures Vertrauens, wie auch immer, einen Flug gebucht habt, aber die Fluggesellschaft diesen Flug nicht alleine, nicht von sich aus durchführen kann. Es geht einfach darum, ihr steht am Flughafen, am Gate und ihr erwartet ein Flugzeug der von euch gebuchten Fluggesellschaft. Stattdessen kommt allerdings ein kurz- oder langfristig angemietetes Flugzeug von verschiedenen, meist ausländischen Unternehmen, die sich auf eben genau solche Einsätze spezialisiert haben. Die Fluggesellschaften hierzulande, aber auch in anderen Ländern, die sind am Limit geflogen oder fliegen noch immer am Limit und haben oder hatten ganz einfach keine Reserven, um hier große Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb wirklich auffangen zu können. Diese Unregelmäßigkeiten, die treten allerdings gerade im Sommer doch immer mal wieder auf, die lassen sich gar nicht vermeiden. Und eben genau dann kommen jetzt Flugzeuge von beispielsweise HiFly um die Ecke, das meist spontan, weil man ja hier plötzlich aufgetretene Unregelmäßigkeiten auffangen möchte oder muss. Und das lassen sich Fluggesellschaften wie HiFly natürlich auch wirklich gut bezahlen. Ist aber für die Fluggesellschaft, die ihr gebucht habt, wirklich angenehmer, als jetzt einen Flug gar nicht durchführen zu können oder eine teure, große Verspätung zu riskieren. Das bedeutet, aus dem Stress, unter dem ihr gefühlt alle Fluggesellschaften leiden, daraus Profit zu schlagen, genau das ist das Geschäftsmodell einer Fluggesellschaft wie HiFly. Ja, und damit ist eine HiFly ja doch auch irgendwie von den plötzlich auftretenden Problemen bei anderen etablierten Fluggesellschaften abhängig. Das klingt ziemlich spannend, aber schon auch ein bisschen riskant. Für uns als Passagiere hat das dann schon irgendwie immer so ein bisschen was von Notlösung. Klar, ist auch irgendwie verständlich. Man erwartet was anderes und dann steht da ein komplett weiß lackiertes Flugzeug, mit dem man nicht wirklich etwas anfangen kann, mit einer Registrierung, mit der man nicht wirklich etwas anfangen kann und auch mit einer Bestuhlung, mit einer Besatzung, die man ja so nicht erwartet hat, was gar nicht abwertend gemeint ist. Es ist einfach nicht das, was man gebucht und, ja, wie gesagt, erwartet hat. Einen wirklich guten Ruf hat ein Unternehmen wie HiFly aus dem Grund nicht. Alte, zusammengekaufte, heruntergekommene Flugzeuge ist ja nicht das, was man haben möchte. Ja. 2005 startete die neu gegründete HiFly mit einem A330-300, mit einer gebrauchten Maschine ihrer Vorgängergesellschaft Air Luxor. Und dazu leaste man sich dann kurz darauf noch zwei Airbus A310 von der portugiesischen TAP. Und diese beiden Flugzeuge, die verließe man wiederum direkt weiter an Oman Air, ganz einfach, weil diese Fluggesellschaft zu diesem Zeitpunkt die Flugzeuge und damit verbunden die Kapazitäten ganz einfach besser gebrauchen konnte. Und damit war das Geschäftsmodell geboren. Das ging dann ein paar Monate so weiter und die Fluggesellschaft übernahm immer mehr gebrauchte, irgendwo gefundene Airbus-Langstreckenmaschinen. Dazu nur mal ein kleiner Einblick. Es gab beispielsweise dann einen 13 Jahre alten A340-300 aus dem Bestand der Etihad Airways. Dann gab es noch einen 14 Jahre alten A340-300 der Gulf Air. Dann kamen noch ein paar alte, bis zu 16 Jahre alte A340-300 aus dem Bestand der Emirates.
Dazu sogar noch ein paar A340-500, die eigentlich mal an Kingfisher hätten gehen sollen. Und auch noch mehrere über 10 Jahre alte A340-600 aus dem Bestand der Virgin Atlantic. Alles wild zusammengekauft und von innen, also das, was die Passagiere wirklich mitbekommen, von innen wurden diese Flugzeuge ja auch gar nicht verändert. Also jedes Flugzeug war da wirklich komplett anders und halt auch schon veraltet. Davon sind heute allerdings schon wieder einige Flugzeuge ausgeflottet. Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt noch 9 Airbus A340-300 in der Flotte der HiFly. Davon tragen 4 Maschinen die alte Bestuhlung der Emirates. Das heißt, ihr findet dort wirklich komplett Business Class oder sogar die alte First Class, dann Business Class und die Economy Class, so wie Emirates sie vor knapp 15 Jahren in ihrem Flugzeug verbaut hatte. Im Schnitt sind die Maschinen jetzt um die 21 Jahre alt. Dazu hat man noch 3 alte, gebrauchte Airbus A330, mittlerweile 3 Airbus A319, wovon 2 aus dem ehemaligen Bestand der Germania kommen und einen A321, den findet man auch noch in der Flotte der HiFly, der ist aber schon seit Jahren für die belgische Luftwaffe unterwegs und die belgische Luftwaffe, die ist tatsächlich auch schon seit Jahren ein wirklich guter Kunde bei HiFly. Ihr merkt schon, das ist wirklich eine komische Mischung, die man da bei HiFly findet, aber eine komische Mischung, die halt irgendwie funktioniert. Flugzeuge, die sehen ja auch alle anders aus, die lassen sich ja gar nicht unbedingt als Maschinen von HiFly erkennen. Die Flugzeuge sind meist weiß lackiert oder manchmal in den Farben eines langjährigen Kunden, beispielsweise ein A330, der fliegt in den Farben der XL Airways durch die Gegend. Oder wiederum andere Flugzeuge sind dann in den Farben der HiFly selbst lackiert, aber auch die sehen halt jedes Mal anders aus. Wirklich aufsehenerregend war dann im letzten Jahr natürlich die Übernahme des ersten gebrauchten A380 aus dem Bestand der Singapore Airlines. Im März 2008 ging das Flugzeug ursprünglich an die asiatische Fluggesellschaft, wurde dann jetzt von HiFly übernommen und war jetzt beispielsweise die letzten Tage täglich im Einsatz für Norwegian auf der Strecke zwischen Paris und New York. Ja, das alles mit Singapore Airlines Bestuhlung und HiFly Besatzung. Und schon mit dieser Maschine schlägt man ja im Vergleich zur Konkurrenz schon nochmal, oder im Vergleich zu dem, was man ja auch Jahre vorher benutzt hat, nochmal eine andere Richtung ein. Man legt ein bisschen mehr ein Auge auf Qualität und fliegt Singapore Airlines Bestuhlung ja auch mit einem heute durchaus noch akzeptablen und irgendwo auch aktuellen Standard in der Kabine durch die Gegend. Und mit dem allerneuesten Flugzeug der HiFly geht man da jetzt nochmal ein Level weiter. Denn HiFly hat ganz offiziell vor mittlerweile 3 Tagen, glaube ich, ihren ersten A330neo bei Airbus in Toulouse übernommen. Ein brandneues Airbus Langstreckenflugzeug. HiFly hat auf dem Papier theoretisch schon einen A330neo in der Flotte. Dieser wird aber von Anfang an für Air Senegal betrieben. Das war, soweit ich weiß, der zweite Kunde, der überhaupt einen A330neo bekommen hat. Die sind also schon eine ganze Weile mit dem Ding unterwegs. Und dieser HiFly A330neo, der für Air Senegal betrieben wird, der ist mit deren Ausstattung unterwegs, mit deren Lackierung unterwegs, mit deren Bestuhlung in der Kabine und so weiter, nur eine HiFly-Besatzung. Die findet man dann auf dieser Maschine. Also der erste A330neo wirklich für HiFly, den hat man jetzt gerade seit 3 Tagen und der ist schon echt was Besonderes. Der sieht von außen wirklich schick aus, der sieht auch von innen wirklich schick aus, wie sollte es auch anders sein bei einer komplett neuen Maschine. Und was für Flugzeuge einer solchen Airline wirklich etwas Besonderes ist, das ist eben, dass man jetzt hier bei diesem HiFly A330 eine neue, eigene und komplett neutrale, aber eben sehr moderne Innenausstattung findet. Und das dürfte durchaus in der Zukunft ein Verkaufsargument sein. HiFly startet das neue Flugzeug mit 18 Business-Class-Sitzen aus und das sind auch durchaus zeitgemäße Business-Class-Sitze und dahinter finden sich dann 353 Sitze in der Economy-Class. Das klingt nicht nur viel, das ist auch wirklich viel für ein A330 und ja, der Grund dafür, dass man so viele Sitze in dieses Flugzeug bekommt, ist eben die Tatsache, dass HiFly die Sitze in einer für den A330 eher untypischen 333-Bestuhlung verbaut. Die findet man so auch im A350. Man muss halt eben nur bedenken, dass die Kabine des A330 gut 30 cm schmaler ist als die des A350. Und das ist wohl sicherlich auch mit der größte Nachteil am neuen A330neo der HiFly. Nichtsdestotrotz, mit dieser Maschine eröffnet die portugiesische Fluggesellschaft in diesem Bereich der Ad-Hoc-Charter und der auf Leasing spezialisierten Fluggesellschaften doch irgendwo ein neues Kapitel. Kunden, also andere Fluggesellschaften, die jetzt spontan auf das Flugzeug zugreifen müssen, die haben jetzt bei HiFly eben die Möglichkeit, auf eines der modernsten und auch sparsamsten Flugzeuge zuzugreifen. Und das macht die ganze Sache unterm Strich für sie wahrscheinlich sogar günstiger, als wenn sie jetzt von einem anderen Kunden ein altes Flugzeug mit alter Bestuhlung und eben einem sehr hohen Spritverbrauch wählen müssen, weil es gerade einfach nichts anderes gibt.
Und für den eigentlichen Endverbraucher, wenn man das so sagen kann, also für uns als Passagiere, ist es natürlich auch deutlich angenehmer und auch irgendwo verkraftbarer, wenn eine Fluggesellschaft, die wir gebucht haben, uns keines ihrer Flugzeuge hinstellen kann, uns dafür aber ein modernes, hochwertiges und vor allem auch sehr neutral gestaltetes Flugzeug als Ersatz liefern kann. Aktuell hat HiFly die beiden A330neo, die sich aktuell in der Flotte befinden, selbst geleast. Allerdings sollen dann in den nächsten Jahren bis zu 10 weitere A330neo hinzukommen, die dann Stück für Stück die zusammengewürfelte Flotte aus A330 und A340 ersetzen sollen. Und auch auf dem A380 Gebrauchtflugzeugmarkt möchte man jetzt immer weiter die Augen offen halten und dann vielleicht noch das ein oder andere Flugzeug abgreifen, denn höchstwahrscheinlich wird auf dem A380 Gebrauchtflugzeugmarkt so ziemlich genau gar nichts gehen, wenn jetzt große Fluggesellschaften wie Emirates anfangen, Stück für Stück immer und immer weiter ihre ältesten Maschinen auszuflotten. Ich glaube zwar selbst nicht, dass man mit HiFly jetzt doch irgendwie noch eine Fluggesellschaft gefunden hat, die im Gegensatz zu allen anderen Airlines auf einmal wirklich Geld verdienen kann mit den ältesten A380, die man hier so finden kann. Allerdings kann die Kapazität des Flugzeuges ja doch mal für solche Fluggesellschaften die Möglichkeit eröffnen, für einen Kunden, also für andere Fluggesellschaften, zwei Flüge zusammenzulegen und die somit aufzuholen. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das in vereinzelten Fällen richtig gut funktionieren kann und das eben verbunden mit dem geringen Einkaufspreis eines gebrauchten A380, weil ganz einfach die Nachfrage von anderen Fluggesellschaften nicht da ist und auch nicht da sein wird. Dadurch lässt sich eventuell tatsächlich ein Gewinn realisieren. Aber das beschränkt sich ziemlich sicher auf 4, 5, 6 Flugzeuge. Viel mehr wird da auch nicht möglich sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie HiFly mit ihrem neuen und modernen Fluggerät am Markt angenommen wird, wie das bei den Passagieren ankommen wird, ob man somit tatsächlich das Bild von Ad-Hoc-Charter-Fluggesellschaften, diesen ganzen Subcharter-Geschichten so ein bisschen wenden kann. Aber auf der anderen Seite bin ich mir auch noch nicht so wirklich sicher, ob wir uns jetzt darüber freuen sollen, dass die etablierten Fluggesellschaften, etabliert in Anführungszeichen, dass sie in einigen Monaten des Jahres doch immer wieder solche Schwierigkeiten haben, solche Unregelmäßigkeiten nicht ausmerzen können, dass Fluggesellschaften wie HiFly überhaupt gebraucht werden oder so funktionieren können, wie sie das heute tun. In diesem Sinne, da bin ich wirklich sehr gespannt auf eure Meinung. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute um 20 Uhr wird es eventuell einen Livestream geben. Ich freue mich, wenn ein paar von euch mit dabei sind. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen oder heute Abend bei einem Livestream, morgen bei einem neuen Video. Und dann lasst es euch gut gehen. Schönen Tag euch noch und tschüss.